Hallo allerseits, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Unboxing-Videos über das sehr flexibel handhabbare Lichtsystem Shapes der Firma Nanoleaf, das ich mir zu Weihnachten gekauft habe. Im ersten Teil habe ich ja bereits gezeigt, wie man dieses System in Betrieb nimmt, direkt bedienen kann oder ganz bequem per Tablet oder Smartphone-App bedienen und programmieren kann. Ich zeige jetzt noch eine weitere Bedienoberfläche für die Nanoleafs, und zwar die Nanoleaf Desktop App. Die ist allerdings momentan noch in einem Beta-Stadium. Das heißt, da wird sich noch einiges ändern. Die ist auch momentan nur in englischer Sprache verfügbar. Aber das, was man sehen kann, ist schon mal ein guter Eindruck, was alles dann wohl irgendwann mal möglich sein wird. Man kann hier zum Beispiel dann natürlich wieder die verschiedenen Farbmodi umschalten. Ich habe das immer jetzt hier parallel mit einer zweiten Kamera auf die neuen Module, auf die neuen Dreiecksmodule, die ich jetzt allerdings horizontal aufgebaut habe. Warum, das werden wir dann auch gleich später sehen. Es hat nämlich dann noch was Spezielles auf sich. Ich kann dann hier umschalten auf Weiß oder Tageslicht und kann auf die verschiedenen Rhythm-Modi umschalten, die dann wieder mit Sprach- oder Musikerkennung oder Takterkennung arbeiten. Und ich gehe jetzt hier aber nochmal auf den normalen Farbmodus, und das wäre jetzt hier mal das als erstes. Was allerdings das ganz Spezielle ist, das ist der Screen Mirror, der hier integriert wurde. Und zwar ist das hier eine Funktion, die den Bildschirminhalt eines PC-Monitors nach oben oder nach rechts oder nach links oder wo immer man möchte verlängern kann, wenn ich hinter meinem Monitor diese Nanoleafs aufbaue. Und es gibt da verschiedene Modi. Man kann hier dann einstellen, wo diese Panels sensibel sein sollen im Bildschirmbereich. Und dann kann man eben hier sagen, es gibt einen Highlight-Effekt, der in einer bestimmten Gegend erwartet wird, oder einen Fade-Modus, bei dem eine dominante Farbe auf dem Bildschirm ausgewertet wird, oder dann sanftere Übergänge, das ist hier der Modus. Und der Match-Modus ist eigentlich der interessanteste Modus, bei dem wird der Bildschirminhalt ausgewertet, der Bereich, den ich jetzt hier detektiere. Wo ich jetzt bin, das kann man jetzt hier natürlich momentan noch nicht sehen. Ich muss das jetzt aktivieren in diesem Modus. Und ich zeige das jetzt aber auf dem Bildschirm, der ausgewertet wird. Schalte mal kurz um. Das ist jetzt hier ein Bildschirm, der hier einen Ausschnitt eines Videos zeigt, das ich mal irgendwann gedreht habe aus dem Schwarzwald, und der oben blau dominant ist und der dann eben verschiedene Bildschirminhalte zeigt. Und ich zeige jetzt mal, wenn ich mit dieser Auswertung in einen anderen Bereich gehe, nach unten, dann habe ich nur noch den Bildschirminhalt mit dem Video. Dann haben wir mehr Grüntöne, müsste man jetzt gleich sehen. Und jetzt sieht man eben den Schwerpunkt, der jetzt grün ist. Und ich kann, wenn ich gezielt ganz nach oben an den oberen Rand gehe, kann ich auch dann den oberen Bildschirmrand sauber auswerten. Ich kann das auch verkleinern und vergrößern. Wenn ich also hier mehr Nanoleafs hätte um meinen Monitor rum, dann kann ich es entsprechend kleiner machen oder jetzt hier in dem Falle größer, um weniger Panels irgendwo auszuwerten. Und jetzt sind wir hier bei dieser Auswertung mit den Panels am oberen Bildschirmrand. Ich zeige das jetzt hier nochmal, was wir am oberen Bildschirmrand haben. Wir haben hier einen blauen Himmel und entsprechend auch weiße Wolken als zwischendurch. Und wenn ich jetzt hier mal zeige, nach oben gehe mit dem Bildschirminhalt, dann wird der hier jetzt auch im oberen Bereich weiß werden. Man sieht es jetzt hier. Und jetzt gehe ich mal mit dem Videobild nach oben. Dann haben wir mehr Grüntöne. Ich schalte jetzt mal auf den Vollbildmodus und lasse mal ein wenig mein Video laufen von den Zweribach-Wasserfällen im Schwarzwald und zeigt dann mal, was jetzt passiert, wie der Bildschirminhalt sich variabel ändert, wenn ich jetzt den oberen Rand des Bildschirms auswerte. Ich kann natürlich auch sagen, ich gehe weiter runter, aber ich bleibe jetzt einfach mal oben, um zu zeigen, jetzt sind wir hier den weißen Wasserfallbereich in der Mitte. Sind wir eben unten in dem Bereich, in dem es fast nur noch Grautöne hat. Jetzt kommen die Felsen mit dazu. Und das Ganze kann man hier entsprechend einstellen, wo man eben den Bereich des Bildschirms auswerten will.
Als weitere Funktion zeige ich jetzt auch hier die Zeitprogrammierung. Die läuft hier etwas anders als bei dem Smartphone ab, aber auch einfach verständlich. Man kann jetzt hier beispielsweise mit der Plus-Taste einen Termin auswählen, kriegt jetzt vorgeschlagen 21.22 Uhr, ist noch ein bisschen früh, machen wir 21.23 Uhr. Die Darstellung ist noch AM, PM, die wird sicher irgendwann dann auch mal umschaltbar sein auf international, auf 24 Stunden. Ich kann jetzt sagen, das soll stündlich oder täglich oder wöchentlich oder monatlich ablaufen. Und wenn ich wöchentlich sage, kann ich festlegen, beispielsweise Sonntag, Montag, Mittwoch soll das stattfinden. Dann kann ich hier auswählen, dass das in meinem Büro stattfinden soll. Ich möchte jetzt hier eine bestimmte Szene abspielen und ich möchte jetzt hier umschalten auf den Aquarium-Modus zu dieser Zeit. Und dann hat er den jetzt hier programmiert. Dann kann ich als weiteren Termin 21.24 Uhr schalte ich jetzt um auf den Cocoa Beach Modus. Auch im Büro soll der stattfinden. Und dann um 21.25 Uhr schalten wir das Ganze dann wieder aus. Da muss ich jetzt als Funktion auswählen, dass ich nicht eine Szene, sondern dass ich abschalte. Inzwischen ist es 21.23 Uhr und er hat den Aquarium-Modus aktiviert. Man sieht das eben mit der Kamera, die parallel läuft. Jetzt speichere ich die Abschaltung, dass die im Büro stattfinden soll, um 21.25 Uhr. Und dann ist das eben hier jetzt auch in den nächsten beiden Minuten, dass es abläuft. Ich zeige jetzt noch eine andere Funktion, die es auch gibt. Man kann hier auch selbst Szenen kreieren und Szenen definieren. Und man kann hier aussuchen, dass die in einer bestimmten Farbpalette sein sollen. Hier diese Palette mit 9 verschiedenen Farben. Wohl, weil ich 9 Panels habe, ist das hier vorgegeben. Oder eben hier beispielsweise nur mit 3 Farben. Man kann hier alles Mögliche sich aussuchen und kann hier selbst irgendwelche Paletten kreieren. Inzwischen ist Cocoa Beach aktiviert worden. Es ist also jetzt hier anscheinend 21.24 Uhr. Ja, inzwischen ist es soweit. Und ich zeige jetzt hier, dass ich mal eine Palette auswählen will aus insgesamt 3 verschiedenen Farben, die jetzt hier beispielsweise sind. Und kann dann sagen, ich möchte die jetzt hier im Büro aktivieren. Und dann wird mir hier das Display, das Panel gezeigt. Allerdings hier, inzwischen ist das Panel ausgegangen. Es ist also jetzt inzwischen 21.25 Uhr. Und dann können wir als nächstes mal hier diese Palette auswählen. Es ist jetzt hier leider nicht horizontal dargestellt. Das ist wahrscheinlich auch wieder der Beta-Version geschuldet, dass es nicht so dasteht, wie es bei mir zu sehen ist. Ich kann also jetzt hier eine Farbe auswählen und kann sagen, die soll jetzt hier an dieser Stelle und an dieser Stelle leuchten. Dann die nächste Farbe an der Stelle und an der und die nächste an der Stelle und kann das dann eben auch speichern. Man kann hier auch verschiedene weitere Effekte aktivieren. Und kann der dann einen bestimmten Namen geben, Test 1, und speichere diese Szene als Test 1, dann ist diese Szene hier aktivierbar. Ich zeige das nochmal mit einer weiteren Palette, mit einer etwas bunteren Palette. Suchen wir uns mal eine raus, das ist vielleicht die, die ist vielleicht ganz nett, und kann die jetzt auswählen. Sag auch wieder, dass das im Büro sein soll. Und habe jetzt hier auch wieder unten die Farben zur Auswahl und kann jetzt hier sagen, die blaue ist hier, die gelbe als nächstes zweimal, die rote hier, die violette hier, die grüne nehmen wir auch nochmal zweimal und die orange auch zweimal und habe das dann jetzt zum Abspeichern als Szenetest 2. Jetzt kann ich hier wieder auswählen, habe hier meine üblichen Szenen, warmweiß, bestimmte Farben und kann die auch priorisieren und später dann eben tatsächlich auch abrufen. Das sollte jetzt mal reichen mit der Desktop-App. Man sieht, was da alles wahrscheinlich
künftig noch möglich sein wird, lassen wir uns überraschen. Und nun noch eine weitere Bedienperspektive. Nachdem die Nanoleafs per WLAN im Heimnetz ansprechbar sind, lassen sie sich prinzipiell auch mit verschiedensten Smart-Home-Lösungen kombinieren. So ist es wohl bereits möglich, dass man Philips Hue-Leuchten per Touch auf ein vordefiniertes LED-Panel ein- und ausschalten kann. Auch eine Fernbedienung der Nanoleafs per Fritzbox und Fritz-Phone-Deck-Telefon ist durchaus denkbar. Ebenso ist denkbar, dass man durch einen Wischer auf vordefinierte Paneele die Raumtemperaturvorgabe für Smart Home Heizkörperregler anpasst. Wie das im Detail funktioniert, möchte ich jetzt einfach mal kurz an einem konkreten Beispiel zeigen. Mein Sohn hat hierzu auf seinem Minicomputer Raspberry Pi die Open Source Software IO Broker installiert und ein wenig damit gespielt. Mit Hilfe von zwei Plug-in-Software-Erweiterungen können jetzt die Nanoleafs bidirektional mit unserem privaten Homematic-System kommunizieren. So sorgt jetzt beispielsweise ein Single-Touch auf dieses Panel, dass die Homematic-Funksteckdose eingeschaltet wird. Und über dieses Panel kann man die Funksteckdose ausschalten. Natürlich bleibt die sonstige Touch-Funktion des Nanoleafs erhalten, also beispielsweise der Doppeltouch fürs Ein- und Ausschalten der LEDs. Auch in umgekehrter Richtung hat mein Sohn schnell mal ein Beispiel programmiert, und zwar für die Homematic Schlüsselbundfernbedienung. Mit der linken Taste kann man jetzt beispielsweise die nächste Lichtszene aufrufen. Die nächsten Tasten reduzieren die Helligkeit oder erhöhen sie. Und hier sorgt ein langer Tastendruck für den vorprogrammierten Aufruf der minimalen Helligkeit, die jetzt hier bei dieser Helligkeit nicht zu sehen ist, und ein langer Tastendruck auf die Taste für die maximale Helligkeit. Und mit der vierten Taste kann man die Nanoleafs einfach abwechselnd einschalten und ausschalten. Jetzt schalte ich wieder ein. Das Ganze funktioniert natürlich auch im Standby-Betrieb der Nanoleafs, weil der Controller permanent per WLAN mit dem Heimnetz in Verbindung steht. Allerdings werden Sie sich jetzt vielleicht fragen, wie hoch der Stromverbrauch dafür ist. Ich habe das Steckernetzteil hierzu mit einem kleinen, einfachen Energiekostenmessgerät verbunden. Laut Datenblatt soll die maximale Leistungsaufnahme pro Dreieckpanel bei 1,5 Watt liegen. Die höchste Leistungsaufnahme entsteht bei Warmweiß und beträgt bei 9 am Controller angeschlossenen Dreieckpanelen knapp 17 Watt. Diesen Wert habe ich auch mit einer DECT-Funksteckdose mit integriertem Messgerät verglichen. Dort war das Messergebnis etwa 0,4 Watt niedriger. Ich habe dies in verschiedensten Konstellationen mit meinem Dreieck-Starter-Kit ausprobiert. Und auch mit nur einem oder zwei Paneelen am Controller. Das Ergebnis: Der Controller selbst braucht etwa 1 Watt und jedes Panel braucht maximal 1,7 Watt. Und hier sehen wir nun im Messgerät, dass die neuen Nanoleafs im Standby-Betrieb zusammen knapp 4 Watt benötigen. Also benötigt jedes Nanoleaf-Dreieck Standby 0,3 Watt. In Summe ergibt dies pro Jahr einen Standby-Stromverbrauch von rund 33 Kilowattstunden. Das ist leider nicht gerade wenig. Wer also die Nanoleafs nur in den Abendstunden genießt, sollte sie in der restlichen Zeit komplett vom Stromnetz trennen. Ich habe auch mal ausgerechnet, wie viel eine Panelfläche von einem Quadratmeter benötigen würde. Hierfür wären 43,5 solche Dreieckmodule erforderlich. Die brauchen dann Standby allerdings bereits 14 Watt und bei maximaler Helligkeit 75 Watt. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ein Netzteil liefert doch nur 42 Watt. Stimmt, aber für größere Installationen hat Nanoleaf einen Power-Diagnose-Modus ins System integriert, den ich jetzt mal schnell aktiviere. Hier wird dann optisch in den Paneelen signalisiert, was man tun muss. Grün zeigt, dass das Netzteil am optimalen Platz ist. Rot würde heißen, dass man das Netzteil versetzen soll, und blaue Felder würden irgendwo dann zeigen, wie viele zusätzliche Netzteile erforderlich wären und wo man sie anschließen soll.
Und schließlich würden weiße Felder noch signalisieren, je nach Helligkeit, wo man ein Netzteil optimaler anschließen sollte. Abschließend zeige ich jetzt noch, wie individuell man das Nanoleaf Shapes System mit Hilfe von Erweiterungspaketen ausbauen kann. Natürlich gibt es auch die großen Dreiecke als Erweiterungspaket, aber wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich mir die erst seit kurzem lieferbaren Mini-Dreiecke und drei Sechseckpaneele gekauft. Die Mini-Dreiecke gibt es momentan nur als 10er-Set zu einem Listenpreis von rund 100 Euro. Jedes Dreieck ist halb so breit und hoch wie die großen Dreiecke, also 11,5 cm Kantenlänge und eine Höhe von 10 cm. Die Lichtleistung dieser Module beträgt laut Datenblatt 20 Lumen und die maximale Leistungsaufnahme soll 0,54 Watt pro Modul betragen. Auch die Hexagonpaneele haben eine Kantenlänge von 11,5 cm. Daraus resultiert eine Gesamtbreite von 23 cm und eine Höhe von 20 cm. Die Lichtleistung dieser Paneele beträgt laut Datenblatt 100 Lumen und die maximale Leistungsaufnahme 2 Watt. Das Hexagon 3er Erweiterungsset hat aktuell eine Preisempfehlung von 60 Euro. Das ist derselbe Preis wie für drei große Dreiecke. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sind also die Hexagone am effizientesten. Pro Quadratmeter braucht man hier nur 29 Module, während von den Dreiecken 43,5 erforderlich sind und von den Mini-Dreiecken nicht weniger als 174. Zu guter Letzt habe ich jetzt natürlich auch noch meine beiden Erweiterungssets mit meinem Starter-Kit aus 9 großen Dreiecken kombiniert und daraus ein Lichtobjekt zusammengestellt. Es besteht aus 22 Paneelen mit einer Gesamtmodulfläche von knapp 0,4 Quadratmetern und hat laut Datenblatt eine maximale Lichtleistung von 1220 Lumen. Der Blick aufs Energiekostenmessgerät zeigt bei Warmweiß eine maximale Leistungsaufnahme von 29 Watt. Natürlich habe ich das bereits systematisch nachgemessen. Die Hexagonmodule brauchen pro Stück im Maximum etwa 2,2 Watt. Und die Minimodule etwa 0,57 Watt. Bei Warmweiß und auch bei Tageslichtweiß sieht man nun, dass der Farbwert meiner Hexagonmodule recht deutlich abweicht. Jetzt zeigt sich, wie sinnvoll die Funktion Farbkalibrierung ist. Und diese Kalibrierung werde ich jetzt auch nochmal durchführen. So, jetzt passt der Farbton der Hexagone einigermaßen. Nun aber noch kurz die neue Messung des Standby-Stromverbrauchs. Die 22 Module samt Controller haben permanent eine Leistungsaufnahme von 7 Watt. Wenn ich also dieses Lichtobjekt immer am Stromnetz lassen würde, sind das pro Jahr stolze 61 Kilowattstunden. Das schmälert nun meine Freude an den Nanoleaf Panels doch ein wenig und ermahnt mich, dass ich diese Dinger an der Wand auf alle Fälle nachts und tagsüber vom Stromnetz trennen werde. Dennoch kann ich abschließend sagen, dass ich von diesem Ambiente-Lichtsystem und seinen extrem vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wirklich begeistert bin. Ich hoffe, mein ausführliches Unboxing hat Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal weiterempfehlen und mal wieder besuchen würden.